Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Und wir haben natürlich wieder zigtausende Aufgaben zu erfüllen. Fangen wir doch mal an. Sei gegrüßt, Nachbar. Ja, hallo, Dagobert. Gut gemacht, Lenfir. Goofys Laden hat wieder geöffnet, also kannst du dir etwas dazu verdienen. Wenn du bereit bist, in meine große Wiederöffnung zu investieren, kannst du einfach das Schild neben meinem Laden verwenden. Auf Wiedersehen und bis bald. Also, ich soll dafür bezahlen, dass er... Na gut, okay, wir haben sie mir versprochen. Hallo. Bist du bereit zu investieren? Sobald ich den Laden eröffne, gibt es jede Menge Möbel und Kleidung zu kaufen. Du kannst mir vertrauen oder mein Name ist nicht länger Dagobert Duck. Ja, 1000. Och, 1000 ist ja ein Schnäppchen. Das machen wir. Hey, hey, hey. Endlich die große Eröffnung. Wieder lauter geworden? Ich glaube, ich muss wieder ein bisschen unterschalten. Kommt mir wieder so laut vor. Wartet mal ganz kurz. Ja, ich glaube, das ist aus Versehen ein bisschen hochgerutscht. Sprachlautstärke vielleicht auch noch mal ein bisschen runter. So, jetzt vielleicht. Okay, also, Dagoberts Geschäft ist wieder offen. Sehr schön. Einen schönen Tag noch. Welch ein Glück. Ich bin wieder im Geschäft. Jetzt brauche ich nur noch Kunden. Oh, und eine gute Investition muss sich natürlich lohnen. Diese Münzen sind für dich. Kauf dir etwas Schönes. Oh, wie viele? 400. Ja, okay. Oh ja. Komm herein. Sieh dich um, Lenfir. Wenn du nicht siehst, dass du kaufen möchtest, dann sag mir Bescheid. Und wir nutzen mein patentiertes Liefersystem. Auf Wiedersehen und bis bald. Abshoppen. Vielleicht kriegen wir ja endlich mal einen Herd. Dann können wir vielleicht auch mal mit Mickey Mouse kochen. Oh! Oh, Madame Putin! Tassilo! Oh, wie cool! Ich will die haben! Oh mein Gott! Oh, wie schön ist das denn bitte? Das ist cool? Das ist auch sehr hübsch eigentlich. Haben wir das nicht? Oh mein Gott! Ob wir tatsächlich an dem Spielautomat sogar spielen können, richtig? Der Thron ist auch nicht schlecht, ne? Hier von Eiskönigin. Glaube ich. Oh, wie coole Sache. Wie viele geile Sachen hier einfach stehen. Der Computer. Oh mein Gott. Das Schiff ist auch voll schön. Eine Kaffeemaschine natürlich. Wer braucht die nicht? Was haben wir hier Schiss? Ein Piratenhut. Oh, hübsche Schuhe. Oh, die Perücke ist ja mega. Oh, mit Süßigkeiten im Haar, wie bei Ralf Reichts. Oh, wie schön. Wir haben nicht so viel Geld. Ach, Merlin ist auch hier am Shoppen. Schön. Sei gegrüßt, Nachbar. Sei gegrüßt und herzlich willkommen. Also, ganz ehrlich, den Ding einen Sinn geben. Wie kann ich investieren? Ich werde dir einen kleinen Geschäftstipp verraten, Lenfir. Wenn du Geld verdienen willst, musst du die Wirtschaft ankurbeln. Oh ja, am allerbesten ist es, in meinen Laden zu investieren. Wähl einfach etwas aus den Regalen aus, das dir gefällt. Oder falls du lieber mein patentiertes Liefersystem nutzen willst, dann lass es mich wissen. Ihr wollt Wiedersehen mit dem Liefersystem? Und bis bald. Das habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht so verstanden. Mist. Da komme ich wohl nicht rein. Schade. Was haben wir denn hier? Faser. Auch Seetang kann ich Faser machen. Ja, machen wir mal. Ja, neue Rezepte. Heuballen. Ja, jeder Mensch braucht Heuballen. Und einen Beutel. Oh nein, nicht schon wieder. Oh, jetzt geht das Bohren natürlich wieder los. Sowas wie Mittagsruhe kennen die hier scheinbar auch nicht. Ist okay. Weichholz und Steine noch für eine Truhe. Es tut mir so leid, das ist echt nervig. Sollte ich das vielleicht machen? Vielleicht kann ich die Traumscherben sonst gar nicht nutzen. Ich weiß es nicht. Ja. Es ist so... Es ist Samstag gerade, wo ich aufnehme übrigens. Samstag. Wir haben jetzt 13 Uhr, Mittagsruhe. Und das machen die jetzt heute seit um 9. Seit um 9 bis 13 Uhr pausenlos. Und jetzt hatten sie mal ganz kurz aufgehört und ich dachte, gut, vielleicht haben sie jetzt gecheckt, dass Mittagsruhe ist. Vielleicht hören sie jetzt auf und wollte die Chance nutzen quasi. Und ja, das war jetzt 5 Minuten lang. Oder? Ja, nur 4 Minuten. 4 Minuten lang haben sie es gelassen. Schön. Okay, wir müssen das jetzt irgendwie leider ertragen. Ja, ich würde gern... Wie geht denn das mit dem Liefersystem? Nee, hier irgendwie nicht. Freundlichsten Dank. Ja, erstmal den Laden ausrauben. Ja. Was haben wir denn da Schönes? Ja, Schmuck ist nicht so meins, muss ich ehrlich zugeben.
Wenn es etwas gibt im Leben, mit dem ich nichts anfangen kann, ist es tatsächlich Schmuck und Schminke. Uch, naja, gut. Okay. Werden wir nicht benutzen, aber yay. Wäre cool, wenn man es verkaufen könnte, ehrlich gesagt. So, aber hier auch noch. Ja! Hoffentlich was anderes. Ein Basecap wäre schön. Ich hätte gern Basecap. Auf jeden Fall nochmal zweimal Klamotten. Warum folgen die einem immer jetzt? Dagobert auf der Seite? Ich fühle mich wie in einem Horrorspiel, wo die Monster immer wissen, wo man ist. Oh mein Gott. Okay, Kleider ist schon eher meins. Bei Kleider bin ich voll dabei. Das hier bitte auch. Oh, die ist auch echt schick. Also die Bluse, das Hemd. Sehr hübsch. Aber das Kleid. Oh mein Gott. Wo ist denn das? Warte mal, das will ich auch mal kurz angucken. Oh, das unter dem Pullover. Ich sehe schon. Wartet mal. Das hat die unterm Pullover an. So. Oh, schick. Passt auch gut zur Hose, ehrlich gesagt. Wo ist denn das schicke Kleid jetzt? Kleid. Da. Wow. Okay. Das ist sehr, sehr cool. Aber da wir gleich rausgehen, passt es leider nicht. Ich hoffe, wir haben mal Gelegenheit, dieses hübsche Kleid anzuziehen. Ich hoffe sehr. Aber jetzt würde ich es erstmal kurz so lassen. Weil ich die Bluse tatsächlich sehr schick finde. Passt doch alles Farbliche. Ganz gut. Merlin, was hältst du von dem Ganzen hier? Sagt er was dazu? Da bist du ja. Na los, wir haben ein Schicksal zu erfüllen. Oh nee, schade. Macht er leider nicht. Ich hab was für dich. Hier, guck mal. Ich hab Plätzchen. Schließe Freundschaften. Verbring Zeit miteinander, tausch Geschenke aus. Oh, das war zu schnell. Wir rollen für deine Freunde im Dorf, um mehr Ressourcen zu erhalten. Was? Rollen? Wenn du mit Dorfbewohnern abhängst, werden sie dir bei deinen Pflichten helfen. Verbessere deine Freundschaften und weise mehrere Dorfbewohner. Ah, vielleicht machen die ja meine Gartenarbeit und sowas. Danke, meine Liebe. Wie bei Dinkum vielleicht. Die Eule. Ist das ein Sticker oder was soll das sein? Und hier ist Merlins Hut. Oh mein Gott. Also nicht Merlins Hut, aber ein Hut. Oh, wie cool. Was ist denn das alles? Hier eine Merlin Poppins Tasche, glaube ich. Neues Level. Okay, wir haben erstmal jetzt hier auch so eine Tasche, war das? Neue Rollen freigeschaltet. Wähle eine der folgenden Rollen. Dein Begleiter kann mehr Mineralien abbauen, wenn du am Abbauen bist. Was? Ja, ich weiß eigentlich gar nicht so genau. Mach doch Angeln. Macht er das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Kann ich dem auch was schenken oder geht das noch nicht? Nee, ihm ja noch nicht. Wahrscheinlich muss ich erst die Aufgaben fertig machen, nehme ich mal an. Okay, Leute, wir haben 1500. Komm, lass uns doch mal. Ich will wirklich gerne. Ja, ich muss es haben. Okay, du interessierst dich für diesen Gegenstand, oder? Teewagen, eine schöne Anschaffung für jemanden mit gutem Geschmack. Finde ich auch. Oh, warte mal, was ist denn hier? Okay, der sagt uns nur, dass es von Schön und das Biest ist und dass es elegant und traditionell ist. Okay, ich nehme das mit. Gehört dir. In der Tat eine sehr kluge Investition. Finde ich auch. Auf Wiedersehen und bis bald. Oh, der Tisch ist ja auch geil. Der ist mir gar nicht so aufgefallen. Guck mal, mit den Tentakeln. Ist das von Ariel? Und ehrlich gesagt... Aber wir haben eigentlich gerade ein richtig cooles Kleid bekommen. Das hier ist auch geil wegen Monster AG, ne? Also die Taschen sind hier die beiden aus Monster AG. Auch ziemlich cool. Ich hätte auch echt gern den PC, ehrlich gesagt. Komm, wir nehmen mal mit. Hallo. Niedlich und modern. Ja, ja, den. Hey. Wir brauchen ein bisschen Zeug. Wir haben aber gar keinen Bürostuhl, fällt mir gerade auf. Was kostest du? Nehmen wir auch. Sei gegrüßt, ja. Nachbar. Hier, bitte. Dankeschön. Auf Wiedersehen. So, lassen wir es doch erstmal dabei. Ich bin gespannt, ob dadurch, dass wir die Sachen gekauft haben, jetzt hier nächstes Mal vielleicht neue Gegenstände dann liegen werden. Das interessiert mich sehr. Da oben dürfen wir nicht hin? Na gut. Ach, die Haare. Hallo. Ja, die hätte ich gern. Zöpfe mit Süßigkeiten. Oh, die sind ja so teuer. Nach meinen Aufzeichnungen hast du nicht genug Mittel, um das zu kaufen. Oh. Freundlichen Dank. Okay, wir müssen erst Zeug verkaufen. Oh, warte, hier haben wir wieder was erfüllt. Einen schönen Tag noch. Eine hervorragende Investition, Lenfir. Du wirst es nicht bereuen. Schau am besten öfter mal in meinem Laden vorbei. Ich bekomme jeden Tag neue Ware. Jeden Tag was Neues. Sehr geil. Ja, cool. Immer was Neues? Ganz genau. Ich weiß, wie ich meine Kunden glücklich mache. Mit Kapitalismus. Schließlich bin ich da gebettet. Gut gemacht. Sehr schön. Wir haben uns jetzt auch lieber. Und vollständig stand da gerade. Ach, Lenfir, ich habe mir gerade meine Quartalszahlen angesehen. Uff, sie sind katastrophal. Ich bin am Ende. Okay. Was ist denn los? Im Moment so einiges. Der Laden ist geöffnet, aber ich habe keine Kunden. Wenn ich nicht schnell handle, ist mein Vermögen verloren. Was brauchst du? Also als allererstes müssen wir die Bewohner von Dreamlight Valley wissen lassen, dass mein Laden wieder geöffnet ist.
Okay, ich kann dir helfen, Werbung zu machen. Oh, okay. Ach, das wäre fantastisch. Ich würde es ja selbst machen, aber ich bin Dagobert Duck. Die Leute sehen mich als Stütze der Gesellschaft. Ha, ich kann mich im Dorf nicht wie eine wandernde Werbetafel zeigen. Für diese Aufgabe bist du besser geeignet. Zieh ein Outfit an, mit dem du durch das Dorf gehen und für meinen Laden werben kannst. Oh, ich habe doch gerade die schöne Bluse bekommen. Oh, das ist aber auch süß. Na gut, ich mag ja nerdige Sachen. Von daher können wir das gerne machen. Na los, passt auch zum Rest der Klamotten tatsächlich. Oh, ich habe gerade gesehen, es gibt auch Flügel. Hatte noch irgendwas? Hallo. Ja, du trägst das Shirt, wie ich sehe. Ach, du siehst. Ja, toll aus wie immer, ne? Ja, das tust du. Ich hätte mir kein besseres Fotomodell wünschen können. Aber was stehst du hier noch rum? Ich weiß schon von meinem Laden. Du musst im Dorf herumlaufen, um die Nachricht zu verbreiten. Wenn du schon mal da bist, könntest du etwas Weichholz besorgen und hierher zurückkommen. Wir müssen ein paar Schilder herstellen. Nein, ich brauche doch das Weichholz. Genau. Okay, also jeden Tag neue Sachen. Das heißt, wenn ich die Perücke hier haben will, muss ich mich, glaube ich, beeilen, ne? Nächstes Mal ist die, glaube ich, nicht mehr da. Verdammt. Da müssen wir ein bisschen hin, Mann. Moment, wir kriegen das hin. Wir haben ja noch Zeug zum Verkaufen. Wir können auch noch mehr Essen herstellen. Wir könnten zu Goofy gehen. Warte mal, hier liegt gerade Holz rum. Das brauchen wir ganz dringend. Wir können ja zu Goofy gehen, noch ein paar Essenssachen einsammeln. Und dann... Und die Blume wollte ich eigentlich gar nicht. Und dann halt ein bisschen was kochen und verkaufen. Das machen wir. So. Und dann will ich unbedingt die Frisur da haben. Ich weiß, wir müssen das Geld eigentlich für ganz andere, für Inventarplatz zum Beispiel ausgeben. Aber die Frisur finde ich einfach so mega cool. Ich will die wirklich gern haben. Ja, Mickey Maus will ja nicht mehr. Die Quest ist irgendwie, die verstehe ich nicht. Die funktioniert nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht brauche ich auch erst einen Herd. Ich könnte mir fast vorstellen, dass ich tatsächlich erst einen Herd kaufen muss. Damit Mickey mitkommt und ich das bei mir machen muss quasi. Und bei Goofy geht halt nicht. Naja. Ist denn halt so, wenn es so ist. Falls ihr in den Kommentaren schon was dazu geschrieben habt, wie es funktioniert, dann entschuldigt. Ich nehme ja auch ein bisschen im Voraus auf. Ich fahre auch demnächst in Urlaub, deswegen muss ich ein bisschen, ja, einfach vorproduzieren. Sonst schaffe ich das nachher alles nicht und habe keine Folgen für die Zeit, wo ich im Urlaub bin. So. Dann noch was hier von. Nochmal. Ach, wir brauchen auch diese Kohle dafür. Obstsalat haben wir wieder gemacht. Dann das da. Das da. Wir haben halt noch nicht so viel Auswahl, ne? Ach, das ist auch wieder ein Cracker. Okay. Das hätten wir auch billiger haben können. Was passiert, wenn ich nur eine Himbeere reinwerfe? Was? Ah, kein Platz. Okay, wir müssen leider... Warte. Ach, das geht ja auch nicht. Die Gerichte stacken aus irgendeinem Grund nicht so richtig. Okay. Wir müssen leider tatsächlich erst zu Goofy und Sachen verkaufen. Weil wir aber keinen Platz haben. Weil ich doof bin und mein Geld lieber für Perücken ausgebe und Kleider und keine Ahnung. Hallöchen. Ja, ich würde gerne was verkaufen, Goofy. Hier zum Beispiel Cracker und Obstsalat und ganz ehrlich, eigentlich kann er alles... Ich behalte mal ein, falls wir wieder Geschenke machen. Ja, was können wir noch? Das bringt zu wenig, ne? Die... Oh, ihr seht gerade, die Cracker bringen weniger als einen Apfel? Oder sind das 13 Äpfel für 25? Das wäre ja idiotisch, wenn das tatsächlich weniger wert wäre. Also der Obstsalat ist viel wert, aber die anderen? Weiß ich nicht, ob ich die dann verkaufen will, ehrlich gesagt. Warte mal. Ein Apfel mache. 110. Ja, was war es denn vorher? Moment. Jetzt 85. Ha, tatsächlich. Das ist ja doof. Manche Sachen sind also so mehr wert. Oh, guck mal, hier was kann man Medizin machen? Ja, ganz ehrlich, ich verkaufe erstmal die Blumen. Wir können damit ja noch gar nichts anfangen. Die Karotte bringt sogar 44. Okay. Wow. Ja, das macht die Theorie mit dem Essen was... Ach, guck mal, 22, 23. Die bringen unterschiedlich. Ach, krass. Dadurch, was wir reingemacht haben, ne? Wenn ich, glaube ich, mehr reinmache, also wenn ich zum Beispiel viermal Weizen, bringt das wahrscheinlich mehr, als so wie ich das hier gemacht habe. Okay. Ich glaube, ich verstehe. Ganz ehrlich, die kann er auch haben. Okay, kann ich denn ihm das schenken? Nee, ne? Nee, das will ich gar nicht. Schon gut. Wo ist er denn jetzt? Goofy? Da ist er einfach wegteleportiert. Goofy kann also auch Magie nutzen. Gehen wir nochmal rein. Okay, dann probieren wir doch mal was. Jetzt, um das quasi zu bestätigen. 1, 2, 3 und 4. Ach so, geht sogar 5. Oh nein.
Entschuldigung. 5. So. Jetzt haben wir wieder Cracker. Eigentlich auch nur ein Stern, aber wir gucken mal gleich, was die Cracker denn quasi wert sind. Das Gleiche machen wir jetzt einmal mit dem Obstsalat. Das ist irgendwie cool mit dem Äpfel reinschmeißen. Das ist eigentlich nichts Besonderes, aber irgendwie mag ich's. Und was haben die gebracht? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich packe da auch einmal alle rein. Na komm, einmal Regano. So. Okay. Ich glaube, mehr Platz haben wir gar nicht, oder? Warte mal, lass mal aufhören. Oh, wir haben was geschafft. Das ist auch nett. Lass uns noch mal gucken, was das jetzt wert ist. Vielleicht irre ich mich auch. Und mal kurz, bevor ich es vergesse. Wo ist das? Hier. Die ganzen Punkte lassen wir uns mal geben. Hier auch fürs Kochen. Für die Freundschaft, die wir geschlossen haben. Und fürs Stand reparieren. Noch irgendwas? Achso, das sagt uns nur, dass wir die Sachen geschafft haben. Okay. Und hier müssen wir Gerichte... Ach ja, das ist sogar eine Quest hier mit dem Gerichte verkaufen. Dann kriegen wir diese komischen Sternepunkte. Wäre natürlich auch mal interessant. So, Goofy, ich habe da noch mehr Gerichte. Und zwar jetzt... Oh ja, ja, das hat funktioniert. Guck mal, 108 bringt er jetzt und die Cracker... bringt weniger. Ah ne, hier 108. Okay, die sind 10, die sind normale. Nee, doch. Ach, tatsächlich. Warte mal. Also der Obstseller bringt 108, aber guck mal, hier. Also das sind die neuen Cracker 10. Irgendwie sind die schlechter geworden. Ich weiß nicht, wieso. Keine Ahnung. Ich verkaufe mal die hier. Ganz ehrlich, was soll ich mit den ganzen Crackern eigentlich? Die matschen mir das Inventar voll. Die hier kann ich ja verschenken. Oh, der bringt sogar 130, der Obstsalat. Okay, also tatsächlich, nach dem, was man reinwirft, bringen die verschiedene Sachen. Cool. Andererseits kann ich mir natürlich sagen, wenn ich diese Aufgabe da schaffen möchte, dann sollte ich lieber nur eine Zutat reinhauen. Also wenn wir das hier machen wollen mit den 25 Gerichten, dann kriegen wir natürlich deutlich mehr Gerichte, wenn ich nur eine Zutat reinmansche. Und theoretisch, wenn ich mehr Gerichte verkaufe, kriege ich wahrscheinlich am Ende auch wieder das Geld raus. Wir machen das mal eben. Wir machen mal diese einfachen Gerichte, einfach nur damit wir die Punkte voll bekommen quasi. Ich würde nämlich gerne diese Sternenpunkte da kriegen. Wenigstens geht's schnell. Das Zelda hat mir das immer alles so lange gedauert, mit dem Zeug zusammenmanschen. Wieder ein Obstsalat. Jetzt machen wir nochmal Cracker. Ich weiß, dass das andere deutlich mehr Geld bringt. So, ich glaube, mehr passt nicht in unser Inventar. Oh, schon wieder. Mensch, das geht hier aber schnell. Ist jetzt gerade nicht das Spannendste, was wir hier machen, aber naja, gehört halt auch zum Spiel. Und ich will ja auch alles zeigen, was man hier so machen kann. So, oh, der bringt gar nichts. Schön. Also zwei Münzen sind natürlich, ja. Warte mal, der bringt noch 30. Hier nehmen wir gleich alle 4. Ja, nehmen wir die Cracker. Ach komm, was soll der Geiz? Wir können eigentlich alles verkaufen. So. Aber was sind wir jetzt? Ich habe nicht gezählt. Auf jeden Fall hier auch wieder Punkte. Fürs Kochen wieder Punkte. Wow. Kriegt für alles Punkte. Und wir sind bei 20 von 30. 10 Gerichte müssen wir leider noch. Na komm, das kriegen wir jetzt auch noch hin. Was haben wir denn schon sonst Großes zu tun, als die ganze Welt hier zu entdecken? Ist ja auch langweilig. Also 10 Stück müssen wir machen. Gut, 1. Ich hoffe, wir haben genug von dieser Kohle zum Anfeuern. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Wie viel wir davon im Inventar haben. Gut, dass das ganze Zeug hier, die Äpfel und so, wie Unkraut draußen wachsen. Was passiert, wenn ich nur Ulrika und nur... Oh nein, wir haben keine mehr. Okay, das ist natürlich doof. Ist uns tatsächlich ausgegangen. Wo kriegen wir die denn? Ich weiß es gar nicht. Wo wir die bekommen haben, ehrlich gesagt. Vielleicht, wenn ich Steine kaputt haue. Moment. Wo haben wir denn die Spitzhacke? Da. Probieren wir es mal. Oh, da ist ja noch eine Kiste. Ja, ich glaube, da war es gerade dabei. Nee, die Kiste will ich. Und die Himbeeren hätte ich gerne. Oh, was war das denn?
War das was Neues mit dem Mond? Das habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen so. Oh Gott, überall Kisten. Na komm. Nein. Bitte nirgendwo hinfliegen, wo du... Okay, wieder Monddinger. Die sind neu, oder? Also zumindest hatten wir die noch nie. Oh, und guck mal, da ist eine Blume. Die sollten wir mal gießen. Da kamen ja auch schon Erinnerungen bei rum. Okay, bei der jetzt leider nicht. Na gut. Das geht nicht. Okay. Das da vielleicht. Oder ist das... Nee, ist nicht zu groß. Oh! Na, was haben wir denn da? Okay. Mehr Münzen. Gut. Nehme ich doch gerne. Oh, kann sein, dass wir so langsam ein bisschen K.O. sind. Nehme ich alles mit. So, dann gucken wir gleich mal im Inventar. Wie sieht's aus? Nee. Nee, war gar nicht dabei. Okay. Vielleicht doch auf andere Art und Weise. Vielleicht so. Was warst du gerade? Oder vielleicht auch beim Kaputtmachen. Wir müssen die eigentlich dadurch bekommen haben. Ist das nicht das eigentlich? Ah ja, okay. Wir müssen die Nachtdorn dafür kaputt machen. Gut, dann weg mit der Schaufel. Dann machen wir jetzt ein bisschen Nachtdorn kaputt, damit wir die Kochutensilien beisammen haben. Ich muss auch mal... Ich muss den Garten pflegen, ne? Wenn ich mehr mit dem Garten mache, haben wir ja auch wieder Zutaten. Sollte ich mal ein bisschen machen. Ich würde halt so langsam auch echt gern aus dem Bereich hier raus, aber ich weiß halt leider nicht so richtig. Ach, warte mal. Was ist denn das da für ein Schild? Nee, ist auch zu. Es sind halt alle zu. Ich weiß nicht, wie wir da irgendwo durchkommen. Leider. Oh, warte mal. Oh, und noch eine Kiste. Warum stehen denn überall einfach Kisten rum? Okay, Münzen. Wir können ja hier Zeug reinfüllen. Ich weiß nicht, ob uns das vielleicht bringt. Ach, wir haben die leider nicht dabei. Okay. Aber drüben in der Kiste, glaube ich. Vielleicht müssen wir auch alle Nachtdorn entfernen und können dann erst in ein nächstes Gebiet. Ich weiß es nicht. Hat halt keiner was zu gesagt. Oh, kann ich hier Bananen? Oh, tatsächlich. Bananen gibt es auch. Okay. Das nehmen wir auch mit. Ist lästig, aber muss halt auch alles gemacht werden. Ist vielleicht nicht das Beste, um es im Let's Play zu machen. Wie gesagt, ich werde mir da, glaube ich, mal ein bisschen Zeit abseits des Let's Plays nehmen. Und mal ein bisschen machen. Jetzt habe ich auch Urlaub und kann mir tatsächlich die Zeit dafür auch mal nehmen. Was kommt da raus? Kriegen wir was Neues? Ne, ist auch wieder der Obstsalat. Okay. Probieren wir das und hin wieder? Ich will nur mal ein bisschen rumprobieren. Bringt auch ein bisschen mehr Geld. Okay. Da kommt immer Obstsalat. Wir müssen mal Fische fangen. Ja, das sollten wir vielleicht mal jetzt auch machen. Komm, wir gehen mal Fisch fangen. Ich mache die Folgen ja hier mal ein bisschen länger, weil eben nicht so viel passiert in einer Folge, sonst in 20 Minuten. Komm, wir versuchen jetzt nochmal das Angeln. Wir hatten ja bisher nur Seegras gefangen. Amigi, was willst du denn immer hier? Eine Regenbogenforelle. Oh, schön. Wie sieht's aus im Inventar? Einen könnten wir noch fangen. Miki, lass mich in Ruhe. Oh nein! Hier ist nichts mehr. Verdammt. Ja, du bist großartig, Miki, aber ich habe gerade ganz anderes im Kopf. Warum hat ein... Okay. Komisch. Ich. Ich hoffe, das ist drin. Bin mir nicht ganz sicher. Oh, ein Barsch. Okay, sogar die Fische sehen sehr niedlich aus in diesem Spiel. Ist einfach alles total niedlich. Habe ich so das Gefühl. So, wir haben sehr viele Punkte fürs alles Mögliche tun. Man kriegt hier einfach Punkte für alles. So atmen, 10 Punkte. Bis 5 Meter gelaufen, 10 Punkte. Schön. Ja, das mal im echten Leben so. So, ist da was? Wir probieren mal rum. Wir machen mal einen Barsch. Und... Und ich weiß nicht, hier. Einmal Barsch und Weizen. Und gucken mal. Ein Fischbrötchen. Geil. Hat schon 2 Sterne. Ist wahrscheinlich tatsächlich auch mehr wert dann. Dann machen wir mal das und Basilikum. Wow. Gegrillter Fisch. Auch ein neues Rezept. Okay, mega cool. So, und schon wieder Punkte. Ich sollte das vielleicht am Folgenende immer machen mit den Punkten abholen.
Mit Goofy können wir auch reden, sehe ich gerade. Wo ist denn Goofy am Rumlaufen? Wartet mal. Da oben. Ja gut, da renne ich jetzt aber nicht hin. Wir sind hier noch am Verkaufen gerade. Goofy. Schön, dass du immer kommst, wenn man dich ruft. Finde ich super. Also, ich habe hier ganz viel Obstsalat. Ah, der stackt auch wieder. Gut. Und wow. Also, der Gerätefisch bringt 85. Gut, der Fischburger ist jetzt nichts wert, aber... Also, nicht viel. Aber das hier ist schon nicht schlecht. Dabei hat der sogar 2 Sterne. Na gut. So. Vielleicht fängt man den anderen Fisch seltener. Das waren jetzt aber keine... Doch, das waren... Ja. Warte. Hier. Nee, einer noch. Oh nein. Ach, Manu. Noch eins. Ein Gericht. Okay, das schaffen wir jetzt noch am Folgenende. Ihr seid ja wahrscheinlich eh happy, wenn die Folge ein bisschen länger geht. So. Ein Gericht noch. Na komm, brauchen wir noch eine Himbeere rein. Wie sieht es momentan eigentlich mit unserem Geld aus, ganz ehrlich? Vielleicht sollten wir gleich noch ein bisschen was Teures machen. Also, wenn wir jetzt eh noch mal hingehen. Nein! Ah, okay. Wir haben leider schon wieder nichts mehr zum Entfachen des Feuers. Voll der blöde Herd. Ich weiß gar nicht, warum muss ich ihn da immer Kohle reinschmeißen? So ein Elektroherd. Sogar ein Kohlenherd. Naja, gut. Okay, Goofy. Schön, dich zu sehen. Ja, immer wieder eine Freude. Hier, einmal billiger Obstsalat und ja, das war's. Damit haben wir es geschafft. Und wir haben 2300, das heißt, wir können uns die hübsche Frisur leisten. Toll. Aber erstmal das jetzt hier mal angucken. So, das haben wir gemacht. Wir haben... Ach, wir haben sogar schon 40. Oh, wusste ich gar nicht. Und nun? Baue Topasse ab. Nö. Jetzt kann ich hier in Belohnungen dafür auch was holen, theoretisch. Ich weiß nicht, was diese Monddinger machen. Vielleicht ist es klug, darin zu investieren. Ich weiß es nicht. Ich hätte gern... Wir können nur das vorne machen, ne? Das ist alles Premium. Warum kann ich das nicht? Hol dir mindestens 3... Oh, okay. Okay, dann... Hopp. Das ist ein bisschen doof, ne? Das ist ja alles Premium. Das kann ich mir alles nicht... Achso, Premium... Ah! Okay, verstehe. Für 4000 kriegen wir sogar 100 Dinger? Ich verstehe das System hier irgendwie nicht ganz. 4000, wir haben 8000. Aber ich nehme an, ich muss das bei jedem Schritt machen, ne? Deswegen mache ich mal die 2000. Währung kaufen. Hä? Ich verstehe es nicht. Ich will auf jeden Fall das Ding hier haben. Ich möchte den XL-15 Raumschiff, das Raumschiff haben. Hey, damit. Und was ist das eigentlich? Das ist ein Motiv. Oh, warum kann ich denn das nicht haben? Weil ich nur... Okay. Wie kaufe ich denn Währung? So. Ich möchte bitte einmal das Eichhörnchen. Nein, einmal das Eichhörnchen. Wow. Ich... Okay. Das ist auch schön. Das hätte ich ehrlich gesagt sehr gerne. Und auch die Pinate hätte ich gerne. Ich hätte auch gerne, das kostet... Ich möchte alles haben. Wie viel Währung kann ich denn noch kaufen? Machen wir mal so. 80. Oh Gott, das ist so bescheuert irgendwie. Entschuldigung, ich finde das eigentlich echt doof, muss ich ehrlich sagen. Das System, aber... Okay. Wieso komme ich hier nicht hin? Achso, schon wieder gesperrt, weil ich erst andere Sachen kaufen muss. Okay, ich will das Motiv hier haben. Und ganz ehrlich, eigentlich möchte ich auch noch das Motiv hier haben. Ich habe den Film echt geliebt. So. Was ist denn das hier eigentlich? Achso, Buzz Lightyear schon wieder, ne? Das ist die... Ja, ich weiß schon. Glaube ich zumindest. Wie viel noch? Müssen wieder 3 von 7 hier in dem Bereich kaufen? Nein, komm denn noch. Nehmen wir das hier noch. Können wir uns dann gleich alles irgendwann angucken. Wir können hier auch noch mehr machen. So. Oh. Ja, das ist cool eigentlich. Nehmen wir mal den Ballonkorb. Oh Gott, so viel Zeug. Was haben wir denn hier? Oh, ist auch süß. Hä, warum gibt es denn das nochmal? Keine Ahnung, was jetzt der... Ist das ein anderes Kostüm? Nee. Doch. Ah, okay, hier, guck mal. Kurze Schuhe. Hohe Schuhe. Ich will das Ding haben, ehrlich gesagt. Okay, ich weiß gar nicht, das andere interessiert mich ja ehrlich gesagt gar nicht mal so. Nee, brauchen wir gar nicht kaufen. Aber wir müssen von hier kaufen, ne? Wir müssen, ja, tatsächlich von Seite 3. Bringt das was, wenn ich einfach die Dinger kaufe? Ich finde das alles nicht so schick, ehrlich gesagt. Ja, na gut, weil es Deko ist, nehmen wir hier noch so einen Mr. Incredible-Anzug.
Und dann nehmen wir das hier noch. Auch schon günstig. Jetzt sind wir auf der nächsten Seite und können endlich das Motorrad kaufen. Elastic Bike. Kann ich damit auch rumfahren? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, das ist wirklich süß. Also, das ist schon cool mit Socks hier. Was ist das denn? Piston Cup. Kommt mir auch bekannt vor. Kann mich aber gerade nicht erinnern, ehrlich gesagt. Das finde ich auch voll schick. Ich liebe das Foto hier von oben. Voll cool. Ja, nehmen wir auch. Hoverspark gesehen, alles. Oh ja. Du kommst mit und die Gitarre kommt mit. Aber ich glaube, das Aufstellen müssen wir in der nächsten Folge machen, wenn ich gerade sehe. Oh, hier hätten wir endlich mal ein Bett tatsächlich. Warum haben wir denn so viele Punkte? Ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen, ehrlich gesagt. So. Ja. Haben wir endlich mal ein Bett. Es war ein Rennauto-Bett, aber hey. Piston Cup ist wahrscheinlich von Cars, ne? Ich habe den Film einmal gesehen und dann nie wieder. Hier kriegen wir auch nur Dings. Okay, dann habe ich, glaube ich, alles, was ich eigentlich haben möchte. Ich meine, wir können uns die anderen Sachen bei Zeiten auch noch holen. Hier, komm, das nehme ich noch. Aber sonst... Ah, das ist natürlich auch mega cool. Komm, den nehmen wir auch noch. Oh, das erkenne ich jetzt gerade erst. Ach, schön. Ah, so viele schöne Anspielungen, ehrlich gesagt. Okay, wir haben jetzt richtig, richtig viel Zeug. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir uns das ganze Zeug auch mal an. Wow. Ja, also bis jetzt sieht es so aus, als würde man in dem Spiel wirklich unglaublich viel sammeln können. Unglaublich viel Mist. Ich fühle mich ein bisschen wie Messi in dem Spiel. Aber ich bin schön, dass ich da auch meine Messi-Sammler, meine nerdigen Sammler-Eigenschaften voll ausleben kann. Im echten Leben wird es hier mit dem Platz nämlich langsam ein bisschen schwierig. Vor allem Final Fantasy-Figuren sind hier im ganzen Schlafzimmer verteilt. Ich kann verstehen, dass mein Partner es nicht allzu geil findet. Ich dafür umso mehr. Und deswegen finde ich es aber toll, dass ich jetzt hier im Spiel endlich virtuell Sachen sammeln kann. Schön. Na gut, Leute, dann schön, dass ihr dabei wart und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye!